Und herzlich willkommen. Heute gibt es eine neue Review und das Produkt teste ich jetzt schon eine ganze Weile. Eigentlich kenne ich es schon ganz gut. Und zwar reden wir heute über ein Beyond-Zone Produkt. Und mein Pony hat Eigenleben, weil ich nebenher Ventilator laufen habe. In meiner Welt ist so warm. Ich habe hier gerade fast 28 Grad im abgedunkelten Raum. Ich halte es nicht ruhig aus. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Ich sehe genau, du hast noch nicht abonniert. Falls du das noch nachholen möchtest, unterstützt du mich, unterstützt meinen Kanal. Das kann man übrigens auch mit dem Daumen nach oben machen und vielleicht hast du ja Bock, irgendwas in die Kommentare ranzuhauen. Falls du richtig gut drauf bist, kannst du auch eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Was bringt dir das genau? Gar nichts. Ich schaffe es leider nicht, da irgendwie mehr Videos hochzuladen. Aber vielleicht können wir es ja so regeln, dass du vielleicht vorzeitig in meine Videos reingucken kannst. Da gibt es nämlich eine Funktion bei YouTube. Also, falls du Bock hast, danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss! Wir sprechen über dieses Teilchen hier, das ich mir dieses Jahr zum Geburtstag gekauft habe. Bei den Bayer und Söhne Sachen überlegt man sich immer schon sehr genau. Will ich das oder will ich es nicht? Weil das hier ist schon sehr teuer. Also ich glaube, das ist mitunter jetzt das teuerste Serum, was ich, naja, auf die Menge abgesehen jetzt nicht unbedingt. Doch, 30 Milliliter ist tatsächlich das teuerste Serum, was ich jetzt so in der Art mir mal gekauft habe. Also die Theramid-Sachen sind ja schon relativ teuer, aber hier ist der Kostenpunkt bei 50 Euro. Ihr könnt aber Sets auch bei Bayer und Söhne zusammenstellen und bekommt dann so einen kleinen Bonus. Müsst ihr mal gucken, wenn ihr eh drei Sachen bestellen möchtet, das geht auch bei zwei. Ich habe damals nämlich nur zwei bestellt. Und es ist ganz wichtig, wenn ihr Produkte testen wollt von Bayer und Söhne, dann gibt es da Proben. Die kosten zwar auch ihr Geld, aber wenn ihr euch für solche Sachen interessiert, nehmt erstmal die Proben, wenn ihr nicht genau wisst, wie reagiert die Haut auf dieses Produkt, weil 50 Euro und man verträgt es nicht, das tut halt dann schon ein bisschen weh, ne? Und wenn du dann so ein 5 Euro, so eine 5 Euro Probe dir geholt hast, dann bist du wesentlich besser drin. Und das habe ich nämlich damals auch gemacht, um das Produkt erstmal kennenzulernen. Es war bei mir eben nur leer, weil ich es einfach geliebt habe. Meine Haut kommt mit Retinol ganz gut klar. Ich sage das deswegen, weil ich immer so ein bisschen Bammel habe, wenn ich Retinolprodukte hier vorstelle. Denn die Tendenz, was falsch zu machen bei Retinol, ist sehr hoch. Denn Retinol hat ein sehr reizendes Potenzial. Hier sind drei Formen drin, die ich gerade nicht auswendig weiß. Ich werde es euch aber einblenden. Wie immer kennt ihr ja die Inhaltsstoffe-Liste von mir. Und jede einzelne Form ist schon recht potent, samt dem reinen Retinol, was auch sehr potent ist. Und wenn man das eben nicht verträgt und ein absoluter Anfänger ist, auf der Packung, habe ich jetzt gerade noch gelesen, was ich richtig gut finde, steht sogar der Hinweis, wenn du Anfänger bist, dass du es nur alle zwei Tage verwenden sollst. Ich würde sogar so vorgehen und sagen, mach's nur einmal die Woche. Es gibt ja dieses Skin Cycling, was ich eigentlich eine ganz gute Methode finde für Menschen, die eben schon ein bisschen auf solche Sachen reagieren können. Das bedeutet, du wechselst dich mit Säure und Retinol alle vier Tage ab und baust dir so eine Routine auf, die du dir, wie gesagt, je nach Tag oder Abend dir anpasst, je nachdem, wie du das gerne haben möchtest. Retinol ist eine tolle Sache, es ist aber kein Wundermittel. Und bei Retinol ist es auch so, dass man das auf längere Sicht sehen muss. Nur ein Produkt sich mal holen und erwarten, dass das hier alles glättet, so funktioniert Retinol leider auch nicht, ne? Also das ist eine Sache, die man auf längere Sicht einfach auch verwenden muss. Warum war ich mit den Bayer und Söhne Produkten bis jetzt immer so zufrieden, auch mit der Probe? Was ich halt ganz gut bei Bayer und Söhne finde, die geben sich keine Marketing hin. Ne? Sie sind sehr clean und Bayer und Söhne sind mir damals aufgefallen, ich war halt auf der Suche, um ein bisschen mehr über die Inhaltsstoffe zu lernen
und die haben eine einwandfreie Inhaltsstoffe-Erklärung auf ihrer Seite. Du kannst bei jedem Produkt dir nochmal die Inhaltsstoffe auflisten lassen. Das ist mega gut. Ich werde dir das alles unten reinpacken. Du guckst einfach in die Infobox oder in den ersten Kommentar, je nachdem. Ich weiß jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht, wo ich es reinpacken werde, aber ich werde es dir reinpacken, weil keine Seite macht das so gut wie Bio und Söhne. Wir sehen hier, das ist ja auch ihr Outfit, so ein bisschen dieses Clean, dieses Weiße. Und nee, das Produkt ist nicht weiß, das Produkt ist durchsichtig. Ich wollte euch einen Swatch aufnehmen, ist natürlich recht unspektakulär, wenn du halt ein durchsichtige Formulierung hast, dann siehst du die halt beim Swatchen natürlich auch nicht. Das ist ein edler Pumpspender und das Allerwichtigste ist, die Flasche ist Licht- und Luft undurchlässig. Das ist bei Retinol einfach wichtig, weil sonst geht es kaputt. Ich habe auf dem Markt schon so viele Produkte gesehen, die man halt öffnen kann mit Pipetten und so. Und hier kann man zu 100%ig sicher sein. Ihr könnt euch noch daran erinnern, wenn ihr andere Videos von mir kennt. Solche Pumpspender sind teuer. Jetzt haben wir hier einen Glas-Pumpspender mit einem richtig fetten Boden sogar. Also es ist wirklich, es macht im Badezimmerschrank was her. Ne? Also ab und zu sich mal einen kleinen Goodie leisten, absolut kein Ding. Ich habe das Thema Retinol mal in einem Kosmetik-ABC, habe ich es glaube ich genannt, mal behandelt. Das werde ich dir auf jeden Fall auch mal unter das i legen. Bayer und Söhne macht es allerdings besser, muss ich an der Stelle auch wirklich zugeben. Die Erklärung ist super einfach, super verständlich und es ist ja wirklich wichtig, dass du nicht denkst, ah, da steht alle zwei Tage und dann reagierst. Fang mit einmal pro Woche an und steigere dich langsam. Und wie ich es bei neuen Produkten immer sage, ist nämlich eine ganz wichtige Sache, schau auf die Reinigung. Reinigst du deine Haut mild? Hast du vielleicht irgendwie noch ein Gesichtswasser mit bei? Wie sieht es mit deiner Hautcreme aus? In keinem der Produkte sollten Duftstoffe sein. Du musst sämtlichen Reizen, also alles, was deine Haut irgendwie reizen kann, aus dem Weg gehen. Und du bist auf der allersichersten Seite, wenn du halt wirklich langsam anfängst bei neuen Produkten. Also die anderen Serien, die du eventuell schon zur Verfügung hast oder dir angesammelt hast, die nimmst du erstmal nicht. Du nimmst nur das Neue. Einmal pro Woche und guckst mal so, wie verträgt das deine Haut. Ist das easy? Merkst du, oh, das klappt ganz gut. Kannst du auch erhöhen. Kein Problem. Ich kann auch ein bisschen mehr wie zweimal die Woche Retinol nehmen. Meine Haut verträgt das. Das ist eben auch so ein Ding. Was ist deine Haut für ein Typ? Ich habe eine fettige Mischhaut und eine fettige Mischhaut verträgt einfach wesentlich mehr als eine empfindliche, trockene Haut, weil wir halt einfach durch dieses Nachfetten ist unsere Haut so ein bisschen mehr geschützt und kann auch so ein bisschen mehr abhaben. Bedeutet aber nicht, dass wir nicht auf andere Dinge auch reagieren können. Hier ist eine Form von Retinol, ein Retinol mit Hyaluron drin, was verestert wurde. Mir fällt jetzt gerade nicht der Name ein, aber das kann reagieren. Ne? Also das schreibt auch schon Bayer und Söhne auf der Homepage, dass das halt so ein Stoff ist, der prädestiniert dafür ist, dass man darauf reagiert. Von meiner Erfahrung her, was ich eben auch so ein bisschen von Kommentaren etc. abbekomme, was man auch so liest und so, reagieren einige Leute auch auf so veresterte Sachen. Ne? Also seid da bitte vorsichtig. Und denkt nicht, meine Haut wird sich schon daran gewöhnen, so funktioniert das nicht. Deine Haut gibt dir in der Skincare vor, was du machen darfst. Und wenn deine Haut, so wie meine, einiges abhaben kann, kannst du eventuell auch jeden zweiten Tag oder vielleicht jeden Tag Retinol verwenden. Es ist überhaupt kein Problem. Wir haben hier noch Niacinamid mit drin. Also es ist tatsächlich ein Produkt für Menschen, die sagen, hey, ich habe keinen Bock mehr, 12 Serien aufs Gesicht zu packen. Hier ist es drin. Hier ist nämlich auch Vitamin C drin. Und oh, ich liebe das Produkt wirklich. Also ich kann es echt empfehlen und wie gesagt, weil der Rest, die Reinigung, das Gesichtswasser und Co., das muss nicht viel kosten, wenn man so ein bisschen Luxus sich mal gönnen möchte und vor allem im Voraus mal eine kleine Probe sich erstmal gönnen möchte, der geht mal zu Bayer und Söhne und guckt sich die Sachen genauer an. Ich bin zum Beispiel ein riesengroßer Fan von dem Cleanser, habe ich auch schon vorgestellt,
packe ich dir auch mal unter das i. Der Cleanser ist super. Und diese Sonnencreme, die hätte ich mir beinahe gekauft, die Tagescreme mit Sonnenschutz. Weil die hat einen richtig guten Sonnenschutz drin und da kannst du dich ja wirklich drauf verlassen. Also sie überlegen recht viel, wie sie ihre Produkte zusammenstellen. Viel basiert noch auf alten Rezepten und so. Und das ist alles super toll durchdacht bei Bär und Söhne. Sie bringen aber daher auch nicht so viele Produkte raus. Das hier ist ein richtig tolles Teilchen. Wie gesagt, kostet 50 Euro. Und die Frauen unter euch, die schwanger sind, für die ist Retinol nichts. Da wird euch auch der Arzt davon abraten, Finger weg von Retinolprodukten. Erst wieder nach der Schwangerschaft, nach der Stillzeit eventuell auch. Da kenne ich mich jetzt nicht so genau aus. Hast du Erfahrungen mit dem Produkt gemacht? Hast du allgemein Erfahrungen mit Retinol gemacht? Schreib mir das gerne unten mal in die Kommentare. Ich verlinke euch alles zu Bayer & Söhne. Ich bin absoluter Fan von Bayer & Söhne. Die Produkte sind halt einfach richtig toll. Man muss allerdings ein bisschen mehr Geld zahlen. Wie schon erwähnt, hast du Erfahrungen damit gemacht? Schreib mir die gerne unten in die Kommentare. Ich sage danke fürs Einschalten. Schön, dass du wieder dabei warst. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.